ein Fund der Hoffnungen nährt. Knapp 2 Jahre nach dem Absturz einer Air France-Maschine über dem Atlantik kann jetzt vielleicht die Unglücksursache geklärt werden. Ermittler finden nur unweit der vermuteten Absturzstelle Wrackteile des Airbus A330. Es ist ein Teil der Kabine, nicht unbedingt alles, aber möglicherweise. Ich bin keine Technikerin. Es ist nicht alles explodiert. Es gibt einen Teil der Kabine und darin befinden sich Leichen. Identifizierungen sind möglich. Bei dem Absturz am 1. Juni 2009 wurden 228 Menschen getötet, darunter auch 28 Deutsche. Die Maschine befand sich auf dem Weg von Rio de Janeiro nach Paris, als sie in ein Gewitter geriet. Möglicherweise verursachten fehlerhafte Geschwindigkeitssensoren das Unglück. Erst Mitte März wurden deswegen Ermittlungen gegen Airbus eingeleitet, wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung. Innerhalb eines Monats sollen jetzt die Leichen aus 4000 Metern Tiefe geborgen werden. Die Ermittler hoffen, dass nun endlich auch der Flugschreiber und der Stimmrekorder gefunden werden. Denn dann könnten die letzten Minuten des Fluges Air France 447 zweifelsfrei rekonstruiert werden. We'll be right back.